Willkommen zurück zu Tell Me Why. Ich werde jetzt mal keine Zeit verschwenden. Nope. Ach so, warte mal. R66. Aber ist doch alles hier nicht schon ganz. Ach Gott, Leute. R4. Steht das hier irgendwie drauf? Das wäre schon nice. Muss ich jetzt nicht jede Kiste anklicken. Notfalls klicke ich auch jede Kiste an. Habe ich auch kein Problem mit. Was war das? R68. Sind die ersten beiden Ziffern zumindest. Ich werde das hier bestimmt verkacken. Ja, da liegt ein Zettelchen. Was haben wir hier? R62. R63. Hier. Here we go. Looks like a step-by-step record of the investigation. Chronologische Aufzeichnung, Ermittlung, Fall 68653. Okay. 1.3.05, 22.35 von meinem Partner Officer Christian Holt über Unfall an der 12. Ja, okay, da steht eine Adresse. Informiert, weiße Frau identifiziert als Mary Ann Ronan, geboren am 8.7.64, von Pier in den See gefallen. Audioaufnahmen. 36359 und 36360 Brown 2258 Holt und ich erreichen den Tatort. Briefing, Entschuldigung, zum Vorfall durch Streifenpolizist Jay Shun. Oh Gott. 5622. Ich hoffe, ich muss mir die ganzen Zahlen nicht merken. Brown 23:07 Zeugen Name der Minderjährigen geschwärzt, Ronan und so weiter und so fort, geboren, ausfindig gemacht, Kinder, Mary Ann Ronan, Zeugenbefragung nicht möglich, da beide unter Schock standen, die Kinder wurden in die Obhut von Streifenpolizist Jay Shun gegeben, Brown. 23:41, Gerichtsmediziner, Ermittler T-Dings trifft am Tatort ein. Fingerabdruck des Opfers genommen. Labortechniker, und da stehen schon wieder irgendwelche Nummern vor Ort, Fotografien des Tatorts angefertigt und nicht gemeldete Schrotflinte des, ja, okay, sichergestellt. Munition vor Ort sichergestellt. Ja. Well? So far, I'm not seeing anything we didn't know already. It does reference some other files and audio recordings, though. You might be able to look those up on the computer. Even if our file hasn't been digitized yet, they may already have it in the appendix. Die muss ich mir jetzt nicht alle merken, oder? Dann müssen wir gleich nochmal zurückgehen und gucken. 2.3.05. Leichnam wurde an Gerichtsmediziner übergeben. Tatort gesichert. Brown, 1:04. Kinder auf der Wache befragt. Es wurde ausgesagt, nachdem, und so weiter und so fort, Haare durch Schwester A. Ronan haben kurz schneiden lassen, habe Mary Ann, oh Gott, die ist mit diesem Geschwärz dazwischen, mit einer Waffe gedroht. Geflohen war, habe Mary Ann Ronan an dem Pier verfolgt. Ja, das kennen wir ja alle schon. Zu diesem Zeitpunkt das Kind immer noch bedroht und eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeuginnen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Brown, 6.30 Uhr Tatort untersucht, die von Name der Minderjährigen geschwärzt, Ronan erwähnte Schere konnte nicht gefunden werden. Aha. Warum nicht? Haben sie die versteckt? Weiß ich gar nicht. Oder was ist damit passiert?
4.3.05 Fall an Staatsanwalt B. Cruz übertragen. Name der Minderjährigen geschwärzt. Ronan wurde des Totschlags angeklagt. Fall TA. Oh Gott, warte mal eben. Ich hoffe, ich muss mir das nicht alles merken. Das wäre echt schon ein bisschen heftig bei den ganzen Zahlen, die ich jetzt hier hatte. TA 66585. Die Fallnummer da oben ist die Nummer, die wir haben. Das ist die Adresse. Von den Audioaufnahmen hätte ich ganz gerne noch. Nur für den Fall. Ich hoffe ja, dass ich es mir nicht merken muss. Und 3630. Was das da für eine Nummer ist, weiß ich nicht so ganz. Hier stehen ja mehrere Nummern drin, ne? Labortechniker. Okay, gut, dann raus hier, würde ich sagen. Finden wir hier denn noch etwas? Ich weiß es nicht. Hier vorne ist noch ein Zettel. Richtlinien, Auflösung, Farbe. Das hätte ich bestimmt vorher lesen müssen, ne? Oder? Wenn irgendwas ist, kontaktiert mich. Ja, okay. Hier ist der PC. Alright, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan? March 1st, 2005? Wie viel? Zurücksetzen. Wie suche ich denn danach? Ja, habe ich ausgewählt. Ach so, okay. Polizeibericht. Autopsiebericht. Und so weiter und so fort. 24 Stunden Tötungsdelikt. Zusammenfassung des Verbrechens. Hier auch irgendwie weiter. Ach so, warte. Mein Zettel ist voll. Da stehen ja auch schon wieder Nummern drauf. Oh Leute, ey. Das ist ja richtig Detektivarbeit hier. Naja. Im Grunde genommen, ne? Muss ich jetzt nach der Akte suchen? 8, 8, 9. So, das ist Polizeibericht. Und dann Autopsie. Warte. Okay, Archiv hinzugefügt. Zuziehen. Reference is 05R62766. Okay, ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich muss erstmal. Was ist denn da hinten? Hier waren die ja auch. Hier ist einmal. Not this one either. Was nicht? Where's the damn box? Well. Zero five R62766. Hm. No, that's not.
Ja, ja. Kriege ich, ist das schlecht, wenn ich mich verklicke? Darf ich mir die gar nicht alle angucken? Ja, wir finden die schon. Warte. Das ist sie auf gar keinen Fall. Also er will auf jeden Fall den Autopsiebericht haben. Aber wo ist der? Es gibt bestimmt gleich Ärger. Ich finde sie nicht. Das ist hier. Ach. Nehmen wir doch die. What is it? She drowned. Stab wound was non-fatal. What? Obduktionsbericht, Obduktionsklasse A, Datum 2.3. Oh Gott, die Mucke. 05:09:30 Uhr, Dr. Gray finalisiert. Aha, 2.3.05 durch Dr. Gray. 42, tot bei Ankunft nach Erstickung. Eine Stichwunde in der. In dem Lendenbereich. Angriff Schere durch Tochter. Sektionsbefund, Schaumpilz in Mund und Nase. Hirnödeme, Wassereinlagerung in Lunge. Also pulmonale Ödeme und Emphyseme. Blähbauch. Okay, Stichwunde 6,7, linker Lendenwirbelbereich und so weiter und so fort. Die Musik macht mich ganz wahnsinnig. CT-Befund, Flüssigkeit in Nasen, Nebenhöhlen plus Luftröhre. Bilateraler Pleuraerguss, Blutbild, Anzeichen von Einatmung von Süßwasser. Und so weiter und so fort. Ganze Ausdrücke hier. Zusätzliche Faktoren, die nicht die direkte Todesursache waren. Natürliche Ursachen, Selbstmord, Tötung, Unfall, nicht feststellbar. Bei nicht natürlichen Ursachen, wie wurde die Verletzung verursacht? Mit einer Schere. Anschließend fiel das Opfer in eiskaltes Seewasser. Wurde für einen oben benannten Befund eine Operation durchgeführt? Ja, nein. Nein. Ist angekreuzt. Nee, ich wollte C haben. Organentnahme. Techniker S. Silver. Autopsie. Beobachtung durch DCPD. Und so weiter und so fort. Lange Stichwunde. Nicht tödlich. Okay, daran ist sie auf jeden Fall nicht gestorben. Tod durch Ertrinken. Überprüfung vor der Untersuchung durch stellvertretender Pathologen. Kennzeichnung, Kleidung. Röntgenaufnahmen, Kennzeichnung für Sonderbehandlung, medizinische Akten, Fotos von Tatort, Blutgruppenbestimmung durch und so weiter und so fort. Proben entnommen, Herzblut, Alkohol. Okay. Analysen positiv. Suchen wir jetzt noch weiter? Ich gehe davon aus. Suchen wir jetzt die andere Akte? Die hatte ich doch hier auch schon irgendwo, oder nicht? Die wollte ich mir ja eigentlich nehmen, aber das hat nicht geklappt. There might be other references on the computer. Ach so. Okay. Entschuldigung. Delos Crossing Police Department. Hello? Hello? Hello. I can hear you. It's my mom.
She fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. We're home. Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? 12 Cannery Road. Please, hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up! Yeah, okay. Ach so, ja. Jugendamt. Er wiederholt das zwar, aber ich schreibe es mir trotzdem auf. Ist das Spiel jetzt abgestürzt? Nee. I need to check out. 0501COMEBR. Ich konnte eben nichts mehr klicken. Das hat mich eben verwirrt. So. Also 05. Nein. Oh Gott, ich bin so froh, wenn wir hier raus sind. Ehrlich. Das ist nichts für meine Nerven. Nichts für meine Nerven. So. Machen wir gleich in 01 dahinter. Keine Ahnung, finde ich nicht. Hier zumindest nicht. Hier. Das müsste die sein. Brown's name on it. Sent to the Office of Child Services with the subject, Ronan family. What? There has to be more to this. Just keep looking. Eine stattliche Aussage, Familie Ronan. Anmerkung gesendet. Ja, okay. Zustellung erfolgreich. Aber warum? So, was nun? Shit. Mhm. He's coming up the stairs. What do I do? Halt ihn erstmal hin. Stole him. No shit, Sherlock. Sag, ich bin im Bad. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch etwas finden werden, oder? Und. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. Okay. Ich weiß nur langsam nicht mehr, wir gucken einfach mal. Gut, was haben wir denn hier sonst noch?
Zettel ist voll. Ich weiß gar nicht. Warte mal eben. Hier habe ich noch einen Zettel. Vorfallsbericht. Alkohol am Steuer. Okay. Also das ist Sam, ne? 2014, 2009. Ich weiß jetzt nicht, wonach wir suchen sollen, deswegen schreibe ich mir das einfach mal eben auf. Und dann haben wir noch... Gut. Und dann Fax, Polizeibericht. Das eine hier ist abgehakt. Das ist auch abgehakt. Beim Polizeibericht hatten wir ja eigentlich, so habe ich zu lang geklickt, hatten wir ja eigentlich auch schon. References 05 R61 welcher war denn das? Der war's nicht. Okay, here it is. Ja, okay. Aber da waren wir doch schon dran. Oder nicht? Kriminalbericht, Tötungsdelikt. Opfer, Name Mary Ann Ronan. Identität weiß, Geschlecht weiblich. 1,68, 62 Kilo, Alter 41. Geburtsdatum 8. Juli 64. Führerschein, ja, das lese ich jetzt nicht vor. Fremdsprache keine. Beruf arbeitslos. Tatort. Da steht die Adresse, Datum, Uhrzeit des Vorfalls, Datum, Uhrzeit der Meldung, Opfer bedroht eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe, Kind attackiert das Opfer mit einer Schere, woraufhin dieses in den See fiel. Mitarbeiter im Dienst. Na gut, das wissen wir ja schon, das haben wir ja eigentlich schon gelesen. Hier stehen dann die Daten zu den Kids. Schrotflinte. Zulassung auf... Ja, das habe ich mir... Das hat man sich ja schon gedacht, wo er zu dem Ding hingeguckt hat, wo das Gewehr drin steckte. Ich komme jetzt nicht drauf. dass es von Sam ist. Sonstiges Dunkelholz. Okay, hier ist aber noch mehr. Man. Shouldn't police reports be straight and to the point? Sehr lustig. Okay, Fallschilderung. Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Mary Ann Ronan, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Wrestler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, im Namen des Minderjährigen geschwärzt, Ronan, 11 Jahre alt, die Garage, um seiner Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den es von seiner Schwester, Allison Ronan, auch wenn der Name geschwärzt ist, wir wissen es ja, erhalten hatte. Zeugenaussage von dem Namen der Minderjährigen geschwärzt, Ronan zufolge, reagierte Mary Ann auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte Namen des Minderjährigen geschwärzt, Ronan mit der Schrotflinte. Namen des Minderjährigen geschwärzt, Ronan floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Mary Ann folgte ihr, nach wie vor bewaffnet, auf dem Pier auf der Südseite des Grundstücks. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugen, Name der Minderjährigen geschwärzt, Ronan ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtet, wie Name des Minderjährigen geschwärzt Ronan von Mary Ann bedroht wurde und mit der für den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Aha. Beide Zeugen sagen aus, aber warum stand das in dem anderen? Beide Zeugen sagen aus, Mary Ann Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Um 22.29 Uhr erhielt Officer Christian Holt,
Ja, Dienstnummer und so weiter und so fort. Das brauch ich jetzt ja nicht alles lesen. Vorfall geschildert wurde, Streifenpolizist Jay Chan wurde an Tatort entsandt, riegelte den Tatort ab, öffnete ein, ich dachte eigentlich, wir finden irgendwas Neues, ein Tatortprotokoll und versorgte die beiden Jugendlichen. Ausführliche Beschreibung findet sich in der Aussage. Benachrichtigung der Ermittler. Am 1. März 2005 benachrichtigte Officer Christian Holt seinen Partner Officer Eddie Brown per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Ermittlungen Holt und Brown erreichten den Tatort gegen 22.58 Uhr. Sie stellten fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Und so weiter. Das ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohner befinden. Die Ermittlungen bemerkte eine geladene Schrotflinte der Marke und so weiter und so fort auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Genau, der Ermittler sprach mit den Kindern, sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie Schreie hörte. Sie sei die Treppe herunter und habe dort durch das Küchenfenster Namen des Minderjährigen geschwärzt und Mutter Mary Ann am Pier gesehen. Namen des Minderjährigen geschwärzt, habe versucht wegzulaufen. Auch Mary Ann habe gedroht zu schießen. Den Aussagen der beiden Zeugen zufolge soll sie gesagt haben, ich bring dich um. Namen des Minderjährigen geschwärzt, stach dann bei dem Versuch zu entkommen mit der Schere auf die Mutter ein. Beweismittel und so weiter und so fort. Okay. Nach was suchen wir jetzt? Wir sind ja bestimmt noch nicht fertig, oder? Wobei ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt war, ehrlich gesagt. Das kommt ja öfter mal vor, aber... okay, jetzt ist es. Bingo. Warte. Habe ich mir das schon aufgeschrieben? Nein. Also das willst du jetzt haben, ja? Verstehe ich das richtig? Gott, jetzt klebe ich hier meine ganzen Zettel mit 20.000 Zahlen voll. Den suchen wir noch. Meldung zu Diebstahl. Kinderverwahrlosung. Ah, okay. Okay. I need to check out 2005-201546. Ist der das? Here we go. Wait, what the hell? Tessa accused her of child neglect. Dallas Crossing Police Department, Vorfallsbericht. Warte, hier steht erstmal Nummer. Vorfallscode, Art des Vorfalls, Diebstahl. 31.01.05. Das sind ja alles nur Zahlen und Orte und so weiter und so fort. Das Ortsgeschäft, Ladendiebstahl. Gemeldete Person, Tessa. Okay. Gemeldete Person, Mary Ann. Name und Rang des Beamten. Am 31.01.05 gegen etwa 10.45 Uhr betrat Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Betty geführte Geschäft. Benny, Betty, Veggie, ja. Mrs. Veggie gab an, sie habe Mrs. Ronan etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenbei mit ihr geplaudert. Mrs. Veggie gab an, sie habe zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Ronan die ganze Zeit über im Blick gehabt. Ja, okay. Veggie sagte aus, nach diesen 10 Minuten haben Ronan sie gefragt, ob sie, bitte was, Rauchspiralen
zur Mückenabwehr auch so im Angebot habe. Welche erklärt Ronan, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Ja, irgendwie schon, ne? Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Reggie gab an, etwa 5 Minuten später an den Regalen vorbeigegangen zu sein, an denen Ronan sich aufgehalten habe und das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Okay, bekräftigte sie Reggie bekräftigte die Regale erst kurz zuvor aufgefüllt zu haben und dass an diesem Morgen niemand sonst in den Laden betreten habe. Sie sagte aus, sie habe Ronan bereits früher des Ladendiebstahls verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Sie gab an, Gründen zu einer Annahme zu haben. Ronan machte sich der Kinderverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind aller Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Reggie hielt es für möglich, dass die Kinder in den Haushalt Misshandlungen ihrer Form, mit sowas muss man echt ein bisschen aufpassen, ne? Ganz ehrlich, ey. Aber gut. Ich meine, klar kann bei sowas mal was dran sein, aber ja, okay. Ich würde sagen, nee, ich beende jetzt hier den Part. Das dauert viel zu lange. Okay. Und wir schauen uns im nächsten Part weiter um. Tschüssi.